Hi zusammen, heute machen wir mal ein leckeres Sandwich und zwar, ich sag mal, das Sandwich der Engländer. Das ist nämlich ein BLT-Sandwich, also ist das beliebteste Sandwich da und ist auch nicht ohne Grund so beliebt, ist nämlich richtig, richtig geil. Ja, ein richtiges schönes Sandwich macht man am besten mit einem eigenen Brot und das werden wir heute natürlich auch machen. Achso, BLT steht natürlich für Bacon, Lettuce, also sprich Salat und Tomate. Und das werden wir dann jetzt gleich machen. Ja, wir fangen jetzt mal mit dem Brot an. An Zutaten brauchen wir dafür jetzt erstmal 500 Gramm backstarkes Mehl. Das ist dann 550er Mehl. Hier haben wir einen Esslöffel Zucker, einen Teelöffel Salz, zwei Zweige Rosmarin. Hier haben wir getrocknete Tomaten. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück nehmen wir dafür mal. Und dann noch etwas Hefe. Und hier noch ein bisschen Öl von und etwas Wasser kommt gleich auch noch mit dazu. Die ganzen Zutaten für das ganze Sandwich werde ich euch noch verlinken, beziehungsweise schreibe ich ja immer auf meiner Homepage www.wm-bbq.de. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen in Ruhe und da habt ihr die ganzen Zutaten nochmal. Ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar als allererstes kümmern wir uns um den Rosmarin und die Tomaten. Die müssen wir schön klein machen. So, den Rosmarin haben wir schön fein gehackt. Den geben wir mal so lange zur Seite. Tomaten, wie gesagt, machen wir dasselbe. Einfach schön klein schnippeln. Ich denke, ihr wisst, wie es geht. So, das haben wir jetzt schön klein gehackt. Das geben wir jetzt allerdings erst noch mal zur Seite. Weil wir uns nämlich jetzt erstmal ums Mehl kümmern, sprich um den Teig. Der muss nämlich erstmal geknetet werden, ruht dann oder beziehungsweise geht dann auf. Wir lassen die Hefe arbeiten und danach kommen erst Rosmarin und die Tomate rein. Ja, Zucker mit rein, ist also eigentlich denkbar einfach. Salz mit rein, die Hefe. Instant-Hefe, ihr könnt natürlich auch normale Hefe nehmen, aber das funktioniert mit Instant-Hefe genauso. Dann geben wir noch einen Schuss von diesem Öl hier rein. Also die Tomaten sind ja in Öl eingelegt. Da geben wir einfach einen ordentlichen Schuss mit rein. Dann warmes Wasser, 250 Milliliter. Warmes Wasser hilft der Hefe natürlich besser, sich zu aktivieren. Und das kneten wir jetzt erstmal durch. Ja, nach dem Kneten sieht der Teig jetzt so aus. Also er ist schön glatt. Man kann ihn noch eindrücken, bleibt nichts am Finger kleben. So soll er sein. Den decken wir jetzt mit einem feuchten Tuch ab, damit er nicht trocken wird und stellen ihn dann für Stunde bis anderthalb Stunden an einen warmen Ort. So, eine Stunde ist der Teig jetzt gegangen. Wir nehmen mal vorsichtig das ab und er hat also auf jeden Fall seine Größe deutlich vergrößert. So soll es auch sein. So, jetzt geht es eigentlich ganz einfach weiter. Ja, wir geben die Tomaten hinzu. Und den Rosmarin. Das Ganze kneten wir jetzt nochmal durch und denken es nochmal ab und dann lassen wir es, wie gesagt, gleich nochmal gehen, aber erstmal kneten wir es durch. Ja, nach dem Rühren sieht das Ganze jetzt so aus, alles hat sich schön verteilt, vermischt und es duftet jetzt schon echt total gut. So, das können wir jetzt auch rausnehmen. Wie gesagt, da klebt nichts mehr an der Hand, das ist schön. Trotzdem ist er schön fluffig, der Teig. Hier haben wir jetzt ein Backblech mit etwas Backpapier. Da geben wir einfach ein bisschen Mehl unten drauf. Jetzt bringen wir das Brot so grob in Form. Also das kommt jetzt nicht genau darauf an, dass wir jetzt eine super schöne Form haben. Sprich einfach so ein bisschen eine längliche Form. Rausziehen, rausdrücken. So reicht das schon völlig aus. Noch ein bisschen Mehl oben drauf. Und wir schneiden es noch mal ein bisschen ein, nicht zu tief, einfach so ein bisschen quer, damit hier so eine Art Sollbruchstellen entstehen. Das geht dann beim Gehen nachher auf und wir haben eine schönere Form. Ja, das decken wir jetzt nochmal trocken ab und stellen es zur Seite. Nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde gehen lassen.
Während der Teig jetzt geht, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Mayonnaise. Die machen wir natürlich nicht einfach nur so, sondern wir werden die schön verfeinern. Und zwar nehmen wir da ungefähr so eine Handvoll Basilikum. Einfach vom Strauch abzupfen. So eine knappe, wie gesagt, so eine knappe Handvoll. Einfach in die Moulinette oder wo auch immer rein, wo man es mit klein machen kann. Hier haben wir eine größere Knoblauchzehe. Pressen wir da jetzt mit rein. So, hier haben wir jetzt eine Bio-Zitrone. Man kann natürlich auch einen Zestenreiser nehmen, aber wir schnippeln einfach hier so ein bisschen was von der Schale ab. So, ganz grob klein hacken. Und ebenfalls, das Weiße lassen wir mal raus. Das gibt nicht so einen schönen Geschmack. Rein damit. Mayo drüber. Etwas Pfeffer. Ganz normalen gemahlenen schwarzen Pfeffer. So, und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Zitronensaft. Und das mixen wir dann mal durch. Einmal kurz probieren. Super, schmeckt richtig, richtig lecker. Ja, das füllen wir jetzt um, stellen es in den Kühlschrank und dann kann das noch ein bisschen durchziehen. So, nach einer circa noch mal einer halben Stunde sieht das Ganze jetzt so aus, ist also herrlich aufgegangen nochmal. Ja, und das kommt jetzt in den Backofen und zwar bei 180 Grad für ungefähr eine halbe Stunde. Ein bisschen drauf achten, Backöfen sind ja schon mal verschieden. Wenn es goldbraun ist, nehmen wir es raus, dann ist es auch fertig. Ja. So, nach genau einer halben Stunde ist das Brot fertig gebacken und sieht jetzt so aus. Also sieht total lecker aus, es duftet total gut. Ich habe es schon abkühlen lassen. Also das wird schön. Richtig rötlich das Ganze, also richtig schön mediterran. Ja, jetzt kümmern wir uns ums Nächste, nämlich um den Bacon. Den Bacon habe ich mir schneiden lassen und zwar etwas dicker. Ja, ich möchte mal behaupten, so 2 mm dick ist der ungefähr. Und ja, den lassen wir jetzt indirekt ein bisschen aus auf dem Grill. Und zwar grille ich den Bacon nicht direkt an, sondern indirekt. Dadurch wird da so ein bisschen das Fett so ein bisschen ausgelassen. Er wird kross, aber nicht dunkel. Und der wird einen richtig geilen Geschmack dadurch kriegen. Ich habe jetzt links und rechts einen Brenner an und in der Mitte die beiden Brenner aus. Und den Bacon, den lege ich jetzt einfach hier oben drauf. Quasi in die indirekte Zone, damit er dann schön ausbraten kann. Und da müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. Es wird ein paar Minuten dauern. Ich vermute mal so 10. So. Heiß ist es auch. So, Deckel zu und wie gesagt, ungefähr 10 Minuten, denke ich mal. So, und inzwischen schneiden wir schon mal ein bisschen was von dem Brot ab. Schneiden wir stumpf in der Mitte. Ah, das sieht richtig schön fluffig aus. Ruhig ein paar ordentliche Scheiben. Also sieht richtig geil aus, richtig schön. Ah, duftet auch super. So, und während der Bacon jetzt lecker brutschelt, kümmern wir uns schon mal um die Tomaten. Die werden wir klein schneiden und anschließend filettieren. Ja, nicht so wirklich filettieren, also sprich nicht nur bis auf die Haut, sondern wir werden hier das Innere, das sehr viel Feuchtigkeit enthält, einfach rausschneiden und damit wir also quasi das haben, was nicht so viel Flüssigkeit abgibt auf dem Sandwich, sprich solche Stücke. So, und diese Stücke, die werden wir jetzt einfach klein schneiden, so in etwas größere Würfel. Und tada, das ist der Bacon. Er duftet unglaublich gut. Ach, richtig lecker. Ja, so sieht er aus. Und der wird auch schön knusprig.
Ja, als letzte Vorbereitung nehmen wir uns noch etwas Mozzarella-Käse und den schneiden wir jetzt quasi einfach in dünne Scheibchen, also richtig schön dünn, weil die kommen nachher mit aufs Käse, aufs Sandwich. So. Ja, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich alles zusammen. Jetzt müssen wir nur noch das Brot eben anrösten. Das machen wir auch nur von einer Seite. Sprich, wie normale Burgerbrötchen oder sowas, einfach nur eben kurz anrösten und dann gibt es eine schöne Kruste gleich. Ja, so, wir haben es angeröstet. So sieht es jetzt aus, schön knusprig. Das ist jetzt übrigens die Außenseite. Die andere Seite nehmen wir jetzt nach innen. Und jetzt fangen wir mit dem schönen Teil an, nämlich dem Belegen. Als erstes etwas von der Mayo draufgeben. Die verrühren wir ein bisschen oder verteilen wir. So, jetzt geben wir die Tomaten aufs Sandwich. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Romana-Salatherzen. Die schneide ich einfach so ein bisschen schräg, dann kann man sie besser aufs Sandwich legen. Dann unseren Käse und den Bacon. Der ist jetzt schön hart. Man kann das auch, damit es besser passt, vielleicht so ein bisschen durchbrechen. Wir legen ruhig reichlich drauf. Soll ja auch ein bisschen nach was schmecken. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Kresse. Da schneiden wir uns ein bisschen was von ab. Und geben das noch mit drauf. Die Kresse hat so einen schönen pfeffrigen Geschmack. Also das passt super dazu. Das schmeckt man auch richtig schön raus nachher. So, haben wir alles drauf. Jo, also zuklappen und fertig ist das ganze Sandwich. Also es ist natürlich schon ein geiler Klopper. Wir schneiden den einfach mal durch. Zack. Und dann probieren wir mal. So, dann beißen wir mal rein. Also sieht natürlich super geil aus. Es duftet richtig geil. Also ich bin gespannt. Geil. Was für Geschmäcker. Unglaublich. Also ich schmecke die Kresse raus, ich schmecke den Bacon raus, ich schmecke die Soße raus oder beziehungsweise die Mayo mit dem Knoblauch und der Zitrone und es geht einmal ganz durch den Mund. Es ist so geil, so lecker. Also das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das Brot ist der Hammer. Total einfach, aber richtig lecker. Ja, das probiert mal aus. Also ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir einen freundlichen Kommentar. Und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bis dann, euer Rolf. Ciao.